Hallo Kongress, hallo Welt. Hier bei der CBase folgt jetzt der Vortrag Restriale Technikgeschichten von Rufus und Senf. Ein Vortrag, der letztes Jahr auch schon gehalten wurde, allerdings damals aus technischen Gründen leider nicht aufgezeichnet werden konnte und es gab auch ein paar Tonschwierigkeiten. Deswegen halten die beiden den Vortrag jetzt einfach nochmal und hoffentlich jetzt mit funktionierender Aufzeichnung. Und genau, es geht darum, dass die Restrealität seit 2002 in liebevoller Handarbeit entwickelt wurde, die Software. Und genau, die zwei geben uns jetzt einen Einblick in die letzten 19 Jahre Entwicklung. Und da haben wir vielleicht Glück, dass im letzten Jahr auch noch was passiert ist. Wer weiß, dann lohnt sich das ja auch, dass die Aufzeichnung nicht geklappt hat letztes Jahr. Viel Spaß und genau, wenn ihr Fragen habt, wir sammeln die einfach über Twitter oder sonstige Kanäle und genau, dann werden wir danach stellen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Senf und Rufus. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Vortrag Restriale Technikgeschichten. Mein Name ist Rufus, mein Kompagnon bei dem Vortrag ist Senf und wir leiten euch jetzt durch eine kleine Geschichte, wie sich die Technik der Restrealität in den letzten fast 20 Jahren entwickelt hat. Erstmal einen kleinen Überblick, was es jetzt so gehen wird. Also wir werden ein bisschen so die technische Entwicklung zeigen, dass das Ganze eben keine Software von der Stange ist, kein Standard-Software, sondern eher wir betrachten es als Gesamtkunstwerk und dass eben auch nur dadurch Spezialevents möglich sind, die wir in der Vergangenheit hatten, wie zum Beispiel die Kulturrevolution oder den Spätsummer of Love. Das Ganze macht mehr Arbeit, aber ist dafür halt auch ein liebevolles Unikat und das ist auch ein großer Punkt, der jetzt auch, denke ich, im CCC-Umfeld interessant ist, dass die Datensparsamkeit halt für uns einfacher zu handhaben ist oder zu bewerkstelligen ist, wenn das eine Software das halt handgeschriebene Software ist und nicht von der Stange. Und ja, da würde ich jetzt erstmal an Senf weitergeben. Genau, vielen Dank. Eine Folie zurück. Ja. Und zwar, vielleicht sollten wir kurz einführen, was die Restrealität eigentlich ist für diejenigen, die uns zuschauen, die es nicht die Ehre haben oder nicht die keinen Zugang haben. Es ist ein Forum letztendlich, ein Forum mit verschiedenen, wie in einem Forum so üblich, mit verschiedenen Themengebieten. Das fing ganz klein an, kommen wir gleich noch zu, mit zwei Themenfeldern oder zwei Orten, zwei Foren, die man bespielen konnte. Und es gab immer eine Tanzfläche. Und die Tanzfläche war immer so ein Veranstaltungskalender bis zum letzten Jahr, bis zu diesem Jahr, muss man ja sagen, weil dann ging das halt nahe Null runter, dass Veranstaltungen ja im Grunde nicht möglich waren. Aber vorher war die Tanzfläche, so wie wir es halt intern bei uns bezeichnet haben, ein Veranstaltungskalender für Berlin, fürs Umland, für, naja, darüber hinaus. Und die ganze Restrealität ist im Grunde gegründet worden, ganz zu Anfang, weil sich eine Community gebildet hatte, so eine kleine Fire-Community, muss man schon sagen. Und die wollten auch nach der letzten Party des damaligen Ostguts irgendwie in Austausch bleiben. Und man dachte sich, ein Forum, okay, die 2000er Jahre waren gerade rum, ein Forum klingt irgendwie toll. Und dann hat man sich die Forensoftware angeguckt und natürlich die Forensoftware damals, manches bis heute, ist eher nicht so schön und auch nicht so ein Unikat. Also ich sage nur BB, für dieses BB-Forum, das sieht halt aus wie ein Forum und das sieht halt auch nicht besonders schön aus. Und damals kam dann der Heimleiter Martin auf die Idee, ein Forum selbst zu programmieren. Er war halt Makromedia Flash Programmierer und Designer teilweise auch. Und dann gab es halt die Idee, dann müssen wir das irgendwie mit einer Datenbank kombinieren und machen daraus ein Forum und diese Tanzfläche und so weiter. Der Anfang war also Makromedia Flash und ActionScript. Das ist diese Programmiersprache, die sich Makromedia damals ausgedacht hatte, um halt visuelle Elemente mit Programmieren auch zu verbinden. Und da gab es dann halt die ersten Ansätze für Sachen aus einem Backend lesen, Sachen aus einer Datenbank lesen oder halt irgendwelche Daten darstellen. Er fragte damals in seinem Freundeskreis beziehungsweise in seinem Bekanntenkreis rum, wer kann programmieren und irgendwie kam man dann auf mich und ich hatte da auch irgendwie Bock drauf und gehörte nicht zu der Szene unmittelbar dazu, aber so rutschte ich dann so rein und am Anfang hatten wir alles in PHP implementiert. Damals war das halt eine der Sprachen. Perl war noch irgendwie wahnsinnig unhandlich bis heute. Aber damals war es PHP. Wir haben als Datenbank natürlich damals MySQL genommen. Das war so die freieste, die
naja, die Datenbank, die am unkompliziertesten war. Wir hatten aber auch überhaupt keine Ahnung davon. Das muss man wirklich so sagen, dass retrospektiv betrachtet ist es ein Wunder, dass die Anfänge so waren, wie sie waren. Und wir haben auch, mein Professor für Datenbanklehre würde mich wahrscheinlich hauen, wie wir die Datenbank damals gebaut haben, aber es hat funktioniert und es gab ein Wochenende, wo wir mit Martin irgendwo in Mitte, in irgendeinem Loftbüro am Wochenende was zusammengeschoben hatten und unseligerweise hatten wir auch Bier dabei und irgendwie waren wir danach wahnsinnig betrunken, aber die erste lauffähige Version war geboren. Und das Ganze war die ganzen Jahre so ein Learning while doing. Das heißt, wir sind rangegangen und haben gesagt, okay, wir wollen es irgendwie lösen, wir wollen es irgendwie machen, wir wollen es irgendwie selbst machen und dann gucken wir uns das halt mal an. Und so sehen wir hier den ersten Versuch der Restrealität. Das ist halt, das oben ist ein Layout, das ist ein Sketch-Layout und da sieht man, dass man halt so verschiedene Bereiche hat. Es gibt halt das Warum, die Garderobe, die Garderobe ist ein Forum, es ist einem Club angelehnt. Es gibt eine Garderobe, es gibt eine Tanzfläche, es gibt Musik, gut, und es gibt eine Toilette. So, und die Idee war halt, in der Garderobe kann man sowas wie, ah ja, ich habe hier, ich suche was oder ich suche irgendjemanden und so weiter, wie man sich halt an so einer Club-Garderobe halt so trifft. Und in der Toilette ist halt irgendwie der ganze Gossip-Talk und Chit-Chat und so weiter. Das Ganze hat so angefangen und ist dann halt über die Jahre doch tatsächlich sehr explodiert. Das heißt, die Anzahl der Foren wurde erheblich größer. Es gab halt die Differenzierung einfach, also bestimmte Themen passten dann nicht mehr auf die Toilette, da war ja immer so ein bisschen rotziger Ton. Die Garderobe war so ein Suche-Biete, aber vielleicht ist auch in einem Club auch ein Sofa drin. Also hat man ein Forum geschaffen, was Sofa hieß, wo man halt so ein bisschen tiefgründigere Gespräche führen konnte. Dann gab es die Kuschelecke und so weiter. Also es gab halt immer so eine Bewegung in dem Forum halt auch das weiterzuentwickeln und so ein Forum lebt natürlich von den Nutzern und Nutzer sind manchmal so ein bisschen, naja, Nutzer werden halt auch vielleicht träge oder irgendwie will man eine Aktion machen. Und da kamen so zum Beispiel diese zwei Aktionen, diese Spezialevents, wie sie hier genannt werden, die Kulturrevolution, wie sie vorhin zu sehen war, und der Spätsommer of Love. Das waren Sondersachen, die so vielleicht eine Woche, zwei Wochen liefen. Und bei der Kulturrevolution war es so, dass es Wächter, Kulturwächter gab und diese Kulturwächter konnten andere Forennutzer sanktionieren. Und das führte natürlich, es musste in so eine Katastrophe reinführen. Und so eine Späße kann man natürlich nur machen, wenn man so ein Forum selbst programmiert hat und die Technik dahinter einfach komplett im Griff hat. Und da sind wir halt von Anfang an ganz gut unterwegs gewesen. Auch wie gesagt, auch wenn der Anfang halt jetzt aus jetziger Perspektive unglaublich war, aber es hat funktioniert. Also ich sag mal so, man kann ja auch sagen, eine relationale Datenbank zu haben in allen Verästelungen ist wunderbar. Wir hatten ein funktionierendes Forum und es ging um das funktionierende Forum und nicht um die Schönheit der Datenbank. Dass wir das über die Jahre dann auch geschafft haben, sei mal dahingestellt. Aber es ist halt, wie es ist. So, dann haben wir, Moment. Genau, wir hatten Ansätze oder, also ich habe das Backend beziehungsweise den Unterbau, Datenbank und so weiter, habe ich tatsächlich von 2002 bis 2015, 16 begleitet, beziehungsweise halt irgendwie die ganzen Sachen programmiert. Und da gab es halt, es gab die Restrealität, das ist sozusagen das Produktivsystem. Es gibt die Testrealität, das ist, naja, Nomen ist Omen, da werden Sachen ausprobiert. Und ein Nutzer hatte sich mal den Spaß gemacht, die Pestrealität zu registrieren, hatte das dann aber relativ schnell auch uns übergeben, glaube ich. Und das war mehr ein Spaß, aber natürlich, ja, wie gesagt, man lebt halt und so eine Gruppe von Nutzern interagiert auch miteinander, sodass sich da Freundschaften gebildet haben, aber auch natürlich auch Sachen auseinandergegangen sind, wie auch immer. Wir hatten dieses, natürlich braucht man hinter so einem Forum so eine Art Admin-Tool. Wir mussten also schauen, dass wir die ganzen administrativen Tasks, sowas wie, okay, thematisch passt das Thema in ein anderes Forum rein, das wollte man nicht in ActionScript und Flash implementieren, sondern da musste man halt so ein Admin-Tool für haben. Das haben wir dann in PHP zusammengeschoben und es kam nach und nach natürlich immer mehr ordentliches SQL dazu, also die Datenbank wurde schöner und das Ganze wurde alles ein bisschen so, wie man es eigentlich sich von der reinen Lehre auch vorstellt. Und das Ganze wurde immer
am laufenden Objekt, also wir hatten natürlich die Testrealität und wenn man halt eine Sache ausprobiert hat und halt so 3.000, 4.000, 5.000 Nutzer drauf jagen wollte, dann hat man es in der Restrealität ausprobieren können. Das war also für die Technik im Unterbau, war das immer ein toller Stresstest und auch eine tolle Performance-Tweaking-Möglichkeit, um auszuprobieren, bringen denn so Mikrooptimierung, bringen die irgendwas oder bringt es eher nichts oder so. Also man konnte da viel testen und wir haben auch eine große Nutzerbasis. Und irgendwann wurde das komplette Backend auch mal in Perl neu geschrieben. Das war damals meine Programmiersprache der Wahl. Nicht von jedem, wie man ja immer zugeben muss. Perl ist ja, hat einen gewissen schlechten Ruf. Manches zu Recht, manches zu Unrecht. Auf jeden Fall wurde das komplette Backend in Perl neu geschrieben in dieser Zeit, im laufenden Betrieb natürlich. Das heißt, also wir sind da immer im laufenden Betrieb gewesen. Wir hatten bis auf wenige Stunden keine Downtimes. Also wir hatten eine Bombenverfügbarkeit. So, dann brauchen wir die nächste. Das Hauptinterface war jahrelang das Flash-Interface. Also wir hatten Flash kurz bevor es cool war und wir hatten es lange, nachdem es noch cool war. Also Flash war ja dann doch lange Zeit eher ein großes Sicherheitsproblem. Und wir hatten einen gewissen Handlungsdruck. Neben dem Flash-Interface gab es ganz zu Anfang, damals hatte man keine Telefone mit HTML-Renderern, sondern wir hatten so ein WAP, so ein WAP-Interface. Weil ich das beruflich hatte, ich musste ich da was entwickeln und dann hatte ich halt irgendwie die Möglichkeit, naja, dann machen wir die Tanzfläche halt so als WAP-Interface. Unglaublich datensparsam und hochgradig optimiert, aber natürlich grauselig zu bedienen. Also jeder, der jemals so ein WAP-Interface bedienen musste, der wird, das war keine Freude, das zu bedienen. Es war halt einfach ein funktionales Auskunftssystem, abseits von dem Flash-Interface. So, und dann gab es noch den Mobile Reader. Das war ein auf mobil getrimmtes, datensparsames Interface, damit wir die Nutzer, die halt tatsächlich, also damals gab es halt noch nicht die Multi-Gigabyte-Verträge, sondern man hatte dann vielleicht so 100, 200 Megabyte auf seinem Tarifvertrag oder ist halt irgendwo durch die Brandenburger Botanik gerannt, dann wollte man schon ein eher sparsames Interface haben. Und das wurde halt mit diesem Mobile Reader irgendwie zusammengeschoben und optimiert. Da wurden, also das Forum lebte schon immer davon, dass es bis auf dieses Basis-Layout quasi kaum Grafiken hat. Also man konnte jetzt als Nutzer keine Bilder einbinden oder keine echten Bilder oder sowas. Man konnte sich so einen kleinen Avatar basteln und das war schon das Höchste der Grafikgefühle, die man im Forum selbst anwenden konnte. Einfach weil Bilder so ein Forum halt auch ein Stück weit kaputt machen. Es geht ja eher ums geschriebene Wort oder halt um den Austausch. Das Bilder oder Memes sind halt irgendwie, naja, das nicht so zielführend. Hatten wir uns damals überlegt und die sogenannte Heimleitung, die das ganze Projekt immer im Hintergrund gesteuert und begleitet hat, als die Entscheidungsinstanz, in welche Richtung geht's, da wurde das halt oft gerade auf diese Textkomponente extrem großer Wert gelegt. So, wir hatten aber natürlich irgendwann einen Relaunch vor uns, weil wir mussten irgendwann mal das Interface, das Frontend austauschen. Und da kamen wir dann halt da auf den, heutzutage würde man jetzt auch sagen, okay, das waren jetzt auch nicht die besten Komponenten, die wir ausgewählt haben oder ich ausgewählt hatte damals, muss man schon so selbstkritisch sagen. Wir hatten halt JavaScript Backbone, das ist so ein JavaScript Framework, was damals sehr modern war. Dann hatten wir Thorax, das war ein Aufsatz auf das Backbone und im Backend wieder Perl. Einfach auch, weil es damals halt noch meine Programmiersprache der Wahl war. Es ging halt hauptsächlich darum, dass wir besser warten können. Also das heißt, dass wir einfach Sachen austauschen können und Features entwickeln können, die vorher nicht möglich gewesen sind. Also einmal im Frontend Features entwickeln und aber auch die Features zu entwickeln wie so eine Bühne. Also das heißt, wir haben so eine Funktion, da hat man so eine Art, also eine Seite vom Bildschirm ist die Bühne, da sind halt verschiedene ausgewählte Schauspieler, Bühnenleute oder so weiter, die sich auf dieser sogenannten Bühne befinden, die können dort schreiben und auf der rechten Seite vom Interface ist das Publikum. Und das Publikum kann live die Sachen der Bühne kommentieren, kann aber auch nur zugucken, kann halt irgendwie darauf reagieren und so weiter. Und die beiden Sachen laufen quasi visuell parallel. Und das ist natürlich eine schöne Sache, nur war das halt auch vom Frontend her, konnte man das nicht mehr in ActionScript und Flash entwickeln, weil zunehmend das Problem war, dass also Macromedia hatte ja Flash schon so ein bisschen abandoned und damit war das halt klar, das können wir da nicht entwickeln und also musste das sozusagen für diese Feature-Entwicklung auch das quasi der gesamte Frontend-Bereich neu gebaut werden.
Und es sollte damals schon eine gemeinsame Web-App für Desktop und Mobile geben. Das heißt also, es sollte nicht mehr ein Unterschied sein, ob ich ein Telefon habe oder ein schmales Mobilgerät oder halt einen großen Desktop, sondern es sollte halt eine Codebasis sein und damit dann waren wir, damit sollte es dann gut sein, damit die Wartbarkeit an der Stelle halt auch nicht mehrere Sachen umfasst. So, der Relaunch sah dann so aus, also man sieht schon eine leichte Evolution zum ersten Screenshot. Es gibt da viele, viele Foren, es gibt die Tanzfläche auf der linken Seite, es gibt dann so die besagte Bühne, dann gibt es Garderobe, Bar, DJ-Pult, Sofa. Also das sind diese ganzen Foren, die Garderobe, Bar, DJ-Pult und so weiter. Das sind Forenbereiche, wo es halt thematisch um diese Sachen geht. Also an der Garderobe immer noch suche, biete, verkaufe oder ich habe den und den suche ich oder ich brauche eine Auskunft von dem und dem. Die Bar, ganz klar, man hängt an der Bar rum und unterhält sich über Musik oder über Partys und keine Ahnung. DJ-Pult ist klar, da geht es um Musik. Sofa ist, wie gesagt, tiefgründige Gespräche auf dem Sofa, wenn man auf dem Sofa rumliegt. Kuschelecke, Geburtstagsglückwünsche und so weiter. Beamer für Fernsehen und so weiter. Also es ist thematisch ist die Sache extrem aufgefächert. Und hier sieht man jetzt auch, dass wir auch forenmäßig in dem klassischen Grau geblieben sind, aber jetzt auch die also verschiedene Goodies mit drinne haben, wie halt die Anzahl der gelesenen Kommentare und wie viel habe ich beim letzten Mal gelesen, wie viel sind jetzt dazugekommen seitdem und so weiter. Was war denn überhaupt möglich mit dem neuen Frontend? Gut, kommen wir zum Status Quo 2016. Das heißt also, wir hatten dieses Backbone Frontend und das Perl Backend und alles andere in PHP. Das war also so ein bisschen die Lage, wie ich das dann sozusagen, wie wir das zum Relaunch gebaut hatten und wie wir das dann weitergemacht hatten. Und wir hatten, wie gesagt, das alles fröhlich vermischt. Das Perl-Backend hat verschiedene Sachen teilweise vom PHP gepowert im Hintergrund, aber das PHP hat selber auch auf die Datenbank zugegriffen und so. Also das war alles so ein bisschen vermurkst und vermischt. Und jetzt sehen wir noch einen Screenshot von dem Admin-Interface, was tatsächlich 2003, 2004 zusammengeschoben wurde und auch bis zu dem Zeitpunkt noch drin war. Also ganz klassisches Interface, wo man halt so verschiedene Sachen einfach realisieren konnte. Statistiken sich angucken, also Statistik im Sinne von Zugriffsstatistik, nicht Nutzerstatistiken oder sowas, aber ganz viele Sachen, die man da mitmachen konnte. Gut, und dann habe ich die Restrealität mehr oder weniger nicht verlassen, aber zumindest bin ich dann sozusagen ein wenig zurückgetreten und habe den technischen Part an Rufus übergeben. Ja, das hat an einem denkwürdigen Moment auf einem Festival in Brandenburg stattgefunden, wo ich da gefragt wurde, ob ich das nicht irgendwie machen möchte. Und ja, wie konnte ich denn da Nein sagen? und da würde ich jetzt einfach mal sagen, was ich um das für mich überhaupt irgendwie erstmal greifbar zu machen, das ist ja immer nicht so einfach, wenn man so ein lange gewachsenes technisches System auf einmal übernimmt und das betreuen soll, muss man sich erstmal irgendwie da zurechtfinden und das für sich selber lauffähig bekommen und so. Und ja, da geht's jetzt auch gleich ein bisschen tiefer, auch direkt in Technik rein. Was ich als erstes gemacht habe, ist die Komponenten, sogenannte Dockerization durchgeführt. Also das waren halt vorher, war das halt alles, also ist auch großteils immer noch so ein manuell gepflegter sogenannter Snowflake-Server. Das heißt, das ist halt einfach der eine Server, der die Konfiguration so enthält, aber die Konfiguration ist sonst nirgendwo anders abgelegt. Um das zumindest mal den ersten Schritt so ein bisschen unabhängiger zu bekommen und auch für eine Lokalentwicklung ganz nützlich, habe ich das alles in Docker-Container gepackt, also jede Einzelkomponente, aus denen das System so besteht, auch automatisierte Rollouts konfiguriert mit einem damalig noch mit TeamCity-System, um generell halt eine bessere Developer Experience zu bekommen, wie das heutzutage so schön heißt. Und generell, dass es halt auch mal möglich ist, das auf eine neue Infrastruktur umzuziehen. Neue Entwickler, die jetzt halt vielleicht nicht den ganzen Server sich installieren wollen, die vielleicht ein bisschen konzentrierter auf bestimmte Systeme sind oder sowas oder bestimmte Techniken, dass die das einfacher halt auch bei sich zum Laufen bekommen. Zur Orchestrierung, das ist auch heute immer noch so, dass das ein ganz einfaches Docker-Compose, also wir haben jetzt da keinen wirklichen Cloud-Service oder sowas, das ist immer noch ein Server, wo das Ganze drauf läuft, also da reicht das aber auch völlig aus. Dann so als erstes System, was ich dann halt sozusagen neu machen wollte,
2017, das ist der sogenannte RR-Mailer. Es gab nämlich kein wirklich gutes System bis zu dem Zeitpunkt, um Newsletter zu verschicken. Also es hat schon irgendwie funktioniert, aber war halt alles so ein bisschen hakelig und so. Und Newsletter-Versand ist jetzt auch kein so ganz einfaches Thema. So. Also man muss da schon gucken, dass man nicht zu viele E-Mails auf einmal verschickt, wegen Spam-Protection und solchen Sachen. Und ja, aber was wir eben nicht haben wollten, ist jetzt irgendeinen Dienstleister wie SendGrid oder sowas zu verwenden, weil man ja dann quasi alle Nutzerdaten erstmal an so einen Anbieter weitergeben muss. Also klar, wenn man eine E-Mail verschickt, gibt man auch irgendwie Nutzerdaten immer weiter, aber das ist ja dann wirklich explizit nur für den E-Mail-Versand so. Und eben aus dieser, um diese Datenhoheit da auch weiterzubehalten, haben wir das eben da nicht genutzt, sondern eben erstmal, also ganz einfaches System angelegt, das anfängt, dass man unsubscriben kann. Ich glaube, das war vorher auch nicht explizit möglich in der E-Mail. Also so ein paar rechtliche Sachen, die halt sich mit der Zeit da so eingestellt haben. 2003 war das, glaube ich, nicht rechtlich vorgesehen. In der Zwischenzeit eben schon. Dann sollte das auch die Spam-Filter jetzt nicht irgendwie unnötig stressen, dass also die E-Mails auch ankommen. Und wenn, was auch ein Thema da ist, bei, wenn man viele E-Mails verschickt, gerade bei einer 14 Jahre alten Benutzerdatenbank mit doch recht vielen Karteileichen, ist, dass man eine Bounce Detection hat, also dass man dann ungültige E-Mail-Adressen auch ausfiltert und die beim nächsten Mal nicht nochmal anschickt. Ja, das wurde dann auch noch so ein bisschen erweitert, dieses Mailer-System. Also das ist inzwischen auch auf dem Stand, dass das auch alle System-Mails verschickt. Also System-Mails sind so Sachen wie, ich möchte mein Kennwort ändern, dann muss ich einen Link bekommen mit einer E-Mail und dann nochmal draufklicken. Auch eben das Double-Opt-In bei der Registrierung, dass man auch sagt, ich möchte den Newsletter haben dazu. Und was es seit einer Weile gibt, ist das sogenannte Depeschen-Dienst. Das ist als datensparsames Direktnachrichtensystem sozusagen gedacht. Und zwar ist das so, dass da die Nachricht direkt per Simple Mail, also SMTP, verschickt wird und auch nicht vom REST-System irgendwie gespeichert wird. Also da wird auch nicht mal gespeichert, dass irgendwohin was verschickt wurde. Das geht also direkt über die Mail-Server so. Und das war ursprünglich gedacht, so, dass Nutzeradministratoren, die jetzt aber nicht Teil der Heilleitung sind, auch an Nutzer E-Mails verschicken können, ohne dass die Zugriff auf die echten E-Mail-Datenbank haben müssen. Einfach auch, um da also einen Datenschutz halt zu haben. Und da war dann die Überlegung, so, das ist ja eigentlich ganz praktisch, das kann ja dann eigentlich jeder haben. Da kann man ja, also ist auch ein Dienst, den man jetzt deaktivieren kann. Wenn man keine Depeschen haben möchte, kriegt man auch keine. Aber wenn die meisten hatten, mögen das, denke ich schon. Und das ist auch ein Feature, was ganz gut ankommt. Was nämlich bisher war, wenn irgendwie Benutzer, ist ja alles pseudonymisiert und miteinander Kontakt aufnehmen wollten, dann mussten sie irgendwie ihre E-Mail-Adresse entweder ins Forum packen oder in die sogenannte Sprechblase, also in ihr Mini-Benutzerprofil. Und das ist ja auch wieder so ein bisschen, also das hat schon funktioniert, aber es ist schon ein bisschen kritisch insofern, dass solche Sachen ja theoretisch dann auch ausgelesen werden können. Und das findet das eben auch. Also sozusagen wird dadurch auch die E-Mail-Adresse nicht veröffentlicht. Also es ist nicht notwendig, dass Benutzer ihre E-Mail-Adresse irgendwie öffentlich posten müssen, können trotzdem Nachrichten erhalten. Alle weitere Kommunikation danach ist natürlich dann, die schicken sich E-Mails hin und her. Hat dann auch mit der Rest, also dann nichts mehr zu tun. Ja, das ist also auch relativ einfach und funktioniert ganz gut. Gut soweit, würde ich sagen. Da kann ich mal kurz ein bisschen so Technik-Bubble runtersagen. Das Ganze ist, das ist einfach so mein beruflicher Hintergrund. Das ist auf einer JVM-Basis in Java programmiert, mittlerweile auf Kotlin migriert, weil mir das nochmal besser gefällt. Ein Spring Boot-Framework benutzt einfach SMTP und IMAP für die Kommunikation, also um die Nachrichten zu verschicken und das Bounce Detection zu machen. Das ist eben, wie gesagt, kein Newsletter-Dienstleister. Wir haben auch kein Click-Tracking oder sowas ähnliches. Wir sehen nur, das einzige Feedback, was wir bekommen, ist, dass halt irgendwie Leute auf eine E-Mail antworten oder halt irgendwie ein Bounce passiert oder sowas. Aber sonst haben wir da nichts. Ja, das war so das Erste, was erstmal so wirklich notwendig war. Und dann, ja, hat ja Senf schon gesagt, dass das Backend, was er zuletzt geschrieben hat, das war im Perl geschrieben.
Perl ist eine Sprache, die ich nie wirklich gelernt habe. Ich muss sagen, ich kann das Perl, was da ist, kann ich lesen. Das ist also auch bei Perl eigentlich schon mal eine gute Sache. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Aber ich kann es halt nicht, kann halt nichts schreiben damit. Also das wäre halt sehr umständlich für mich, da jetzt was weiterzuentwickeln. Weswegen ich dann ein, das weiß ich auch nicht, warum ich das JBK genannt habe, irgendwie Java Backend oder sowas, ein neues Backend angefangen habe, wo ich halt nach und nach neue Funktionen eingebaut habe. Was da auch notwendig war, einfach weil das auch schon zu alt war, da waren halt noch viele PHP-basierte Teile, diese ganzen sogenannten User-Self-Service, also Login und Registrierung und E-Mail-Adresse vergessen, Kennwort ändern und sowas. Und das einfach alles nochmal quasi neu gemacht und da auch, so Best Practices, was so Security angeht, angewendet. Dass auch eine explizite Bestätigungspflicht für neue AGBs irgendwie mal drin ist. Und ja, das ist halt schon wichtig, so dass diese Sachen gut funktionieren, eben auch, also auch, das ist ja auch eine Art, das ist ja auch ein Teil des Datenschutzes, dass Leute ihre Daten selber verwalten können und auch, also nicht, dass die eben nicht so einfach geklaut werden können. Ja, dann weitere Features, was da so nach und nach kam, was wir zum Beispiel Bühnen-Events, die man haben, dass die dann auch promoted werden können, also dass dann auf der Startseite und oben immer so ein Banner dann eingerichtet wird, wenn halt ein Bühnen-Event ansteht. Und was auch nie ein Teil der RR war, ist eine Suchfunktion. Also es gab's in allen Foren hast du eigentlich immer so ein Volltext-Suchfeld. Und das war nie ein Teil davon, aus verschiedenen Gründen. Also ich denke mal einfach auch, dass da halt vieles ist jetzt nicht ganz weg. Man kann es ja trotzdem irgendwie lesen, aber es soll halt nicht alles so einfach herauskommen, was jetzt vielleicht einfach mal lieber im Dunkel der Vergangenheit bleiben soll sozusagen. Aber es macht da halt Sinn, da ist jetzt so, dass der Kompromiss ist, es gibt eine Stichwortsuche von uns Admins halt vorgegebenen Stichworten, die dann unter Foren indizieren. Also zum Beispiel im Reiseforum ist halt für jedes Land sozusagen da ein Stichpunkt da. Und ja, da gab's lange war das halt auch so manuell in der Datenbank, das zu warten und sowas. Und da gibt's jetzt dadurch dann eben auch neues, eine Möglichkeit, um da halt noch die Stichwortsuche noch mehr auszuweiten. Also das war dann auch nochmal eine Sache, die, glaube ich, viele User dann auch gut angenommen haben, dass das in mehr Unterforen ist. Ist bis heute nicht in allen Unterforen drin. Soll halt einfach nicht sein, soll jetzt einfach nicht irgendwie, sollen halt manche Sachen einfach nicht durchsuchbar sein. Punkt. Ja, dann so 2017, 18, da habe ich dann angefangen, ein neues Admin-Tool zu machen. Also einfach, ist halt so, wenn man so ein Admin ist und ein Admin-Tool benutzt und das einem nicht gefällt, und das ist halt auch schon, hat das Screenshot mehr gesehen, ist halt schon ziemlich alt gewesen und so, dann fängt man halt an, sich selber Neues zu programmieren. Dafür kann man ja programmieren, um so sich Sachen schöner und einfacher zu machen. Und ja, die Hauptfunktionen, die sind halt da, was es vorher auch nie so wirklich gab, also dass man einfach ein neues Bühnen-Event anklicken kann, zusammenklicken kann. Newsletter können damit einfacher jetzt angelegt werden und verschickt werden. Es gibt da eine vernünftige Benutzerverwaltung. Also man muss ja manchmal auch Benutzer irgendwie, die schreiben eine E-Mail, dass sie irgendwie ihr Kennwort vergessen haben und dann, oder ihre E-Mail, dann muss man gucken, ob das stimmt und denen dann vielleicht ein neues Kennwort zugeben. Oder manchmal muss man leider auch Benutzer sperren in der RR. Und ja, und da eben auch nochmal diese Such-Dropdowns, dass man die damit dann befüllen kann in diesem Backend-Tool. Da habe ich mal einen kleinen Screenshot davon, wie das da so aussieht. Das ist also, sieht man, erkennen vielleicht manche, ist also so ein Standard UI-Framework und das ist, ganz einfach in React geschrieben und benutzt halt so einfache APIs. Genau, da oben sieht man auch noch so ein bisschen Stats. Das ist jetzt auch so reine Schreibstatistiken, also jetzt auch nicht so wirklich ist, was man so unter normalem Tracking fällt. Da ist ja also wirklich ein Datenwust immer so da. Das ist einfach nur, wir können da sehen, wie viele Benutzer pro Woche irgendwie da sind und was schreiben. Das ergibt sich ja sozusagen, das sind also auch keine Extradaten, sondern das ist ja sozusagen impliziert sich ja dadurch, dass wir ja die abspeichern, wenn jemand was schreibt. Und das kann man ja dann einfach statistisch auswerten,
wie oft das passiert ist. 2017, 18, weitere Sachen, was ich mir so ausgedacht habe, sind ein API-Gateway. Das klingt jetzt erstmal, warum braucht man jetzt ein API-Gateway für so ein Forum oder sowas? Da ist die Idee dahinter, wenn es sowas gibt, dann können halt neue Funktionen in unabhängigen Services oder unabhängigen Diensten, die unter einer Sub-URL oder sowas liegen, können die halt völlig unabhängig programmiert werden, ohne dass irgendwie ein Zugriff zum Beispiel auf die Nutzerdatenbank notwendig ist. Also dabei kommen, das ist dann so gedacht, dass die Unterservices, die bekommen einfach nur die ganz notwendigen Daten, die man halt da so braucht, also ein JSON-Web-Token. Also da ist dann zum Beispiel nur eine User-ID und ein Username drin und mehr nicht. Und noch irgendwie die Berechtigungen, die der User für das Untersystem hat. Und der erste Use Case dafür, das war eben die Tanzfläche neu zu machen, eben komplett neu zu machen. Und das ja könnte aber auch, ja, also für irgendwelche anderen externen Anwendungen könnte man das sogar relativ einfach als Identity Provider für OAuth ja, einrichten. Also da könnte man das dann haben, dass man sich halt, wie man das von anderen Seiten auch kennt, logge dich hier ein mit einem Facebook-Account, wäre dann halt, logge dich hier ein mit deinem RR-Account und dann müsste man sich halt nicht nochmal auf einer anderen Seite registrieren, sondern könnte irgendeine Webseite nutzen mit seiner RR-ID. Weiß ich nicht, vielleicht gibt es da mal jemanden, der da konkrete Vorschläge, Interesse hat, dann würde man das vielleicht nochmal machen. Aktuell ist das also nur eine reine Theorie. Ja, da würde ich auch noch mal kurz ein Tech-Overview. Also das Ganze ist komplett in Java geschrieben, auch in JVM, auch eine Spring Boot-Anwendung. Datenbankzugriff darf oft mit Hibernate. Das ist einfach was man schnell zum Starten bekommt. Allerdings bin ich da auch immer weniger ein Freund von und versuche das auch für zu viele Sachen nicht mehr zu verwenden. Dann gibt es das ganze Login-Frontend. Das ist jetzt getrennt von der eigentlichen Forum-Seite so. Das sind halt Server-Seite-Rendert-HTML mit einem Timedief. Das ist halt und nur ganz einfaches JavaScript. Das heißt, da hat man dann halt auch, ja, hat man halt eben wenig Abhängigkeiten. Ich habe da jetzt halt nicht irgendwie ein Frontend-Framework fürs Login und muss mir Sorgen machen, dass da irgendeine von den 1 Million Abhängigkeiten, die ich mir da reinlade, dann irgendwie, dass die Login-Daten der Benutzer auf einmal irgendwo anders hinschickt. Das ist halt da einfach erstmal so ein bisschen Peace of Mind für einen selber. Und ja, wie gesagt, so die Admin-GUI in React geschrieben und Bootstrap für die GUI-Komponenten. Dann hatte ich es ja gerade schon gesagt, was dann kam, war so die neue Tanzfläche. Das ist eben, wie gesagt, der Veranstaltungskalender. Und ja, der war halt in dieser Backbone-App war das halt sehr, also schon schön nutzbar so, aber ein paar Sachen, die gingen damit halt nicht, die wir da nicht so einfach hätten machen können, wie das da integriert war. Also zum Beispiel, dass Veranstaltungen auch eine feste URL haben, dass die Veranstaltungen, wenn das die Veranstalter möchten, auch sichtbar sind, wenn man nicht in der RR registriert ist. Also dass sozusagen auch ein öffentlicher Veranstaltungskalender sein kann. Das ist tatsächlich so, dass das jetzt die meisten Clubveranstalter dann auch so machen. Aber man kann trotzdem noch seine privaten Sachen da auch noch eintragen. Und ja, da sollte eben auch eben insgesamt der Anspruch sein, so halt so eine datensparsame alternative Infrastruktur zu haben im Vergleich zu ja, Facebook, so, wo halt das meiste passiert oder Resident Advisor. Und ja, das Schöne daran war, dass das, ja, das war also 5 Personen insgesamt daran beteiligt, die halt das Ding komplett neu geschrieben haben. Und das war halt völlig unabhängig von den bisherigen Tech-Stacks. Einzige, was ich vorher gesagt hatte, was die Verbindung war, ist über diesen API-Service. Und ja, da ist halt auch nicht mehr MySQL, was bisher die Standarddatenbank war, sondern nur für den speziellen Fall der Tanzfläche wird dann, ne? MongoDB verwendet. Also da auch nochmal den Tech-Stack dazu, nur für die Tanzfläche. Das ist ein React Redux Frontend. Das Backend ist auch komplett in JavaScript geschrieben. Das ist ein Express-Server mit Node.js und ich glaube Express-Datenbank eben, wie gesagt, als MongoDB und die Integration an den REST-RR ist über das API-Gateway.
Das heißt, also auch alle Entwickler, die da waren, die mussten halt jetzt nicht eine Datenschutzvereinbarung unterschreiben oder sowas, weil sie halt einfach gar keine personenbezogenen Daten der Nutzer bekommen können und die auch nicht auslesen oder irgendwie verarbeiten können. Deswegen, das macht es dann halt so ein bisschen einfacher. Also so Datenschutz ist dann auch wieder so ein organisatorisches, nicht nur ein technisches Problem, also Sache, die man halt so beachten muss. Ja, das Ganze sieht dann aktuell so aus, vermutlich mit ein bisschen weniger Einträgen, aber es wurde trotzdem auch am Ende des Lockdowns, Anfang des Jahres, so wurde das dann auch wieder weiter genutzt. So. Ja, jetzt muss ich, glaube ich, ein bisschen schnell machen noch so. Was ist noch 2019, was wir noch gemacht haben? Das gehe ich jetzt noch mal kurz ein. Also bisher hat man noch mal so eigene Systeme für Packages und für Bildsysteme und das haben wir eben migriert auf kostenlose Cloud-Angebote. Also für das so ein kleines Ding, da reicht das eben aus. Wenn man so einen Profi-GitHub-Account hat, der kostet nicht so viel, hat man das alles drauf und für Docker-Repository, da bekommt man sehr viel Speicherplatz, wenn man die benutzen möchte, bei GitLab zum Beispiel. Also nutzen wir da sowas, was halt möglichst preiswert bis umsonst im Netz gibt, ohne dass da jetzt auch wieder, da sind auch wieder, wie gesagt, keine personenbezogenen Daten drauf, da ist der reine Code drauf. Nächstes Projekt, was jetzt dann immer noch nicht ganz abgeschlossen ist, ist der so ein Relaunch. Ja, es war Lockdown-Zeit. Man überlegt sich, was man so macht. So, dann dachte man so, na, können wir doch eigentlich, ist ja jetzt auch schon dieses mit dem Backbone, da ist auch schwer, da durchzusteigen. Machen wir das alles doch noch mal neu. Das Frontend so. Und da war der erste Beta-Test, war die so eine Blank-Realität. Das Blank-Realität, das ist also eine Webseite für den Bediener-Club About Blank. Die hatten halt genau ihren runden 10. Geburtstag während des Lockdowns und konnten den überhaupt nicht feiern, haben das dann eben auch nur online gemacht und die hatten sich das quasi so ein bisschen gewünscht, dass sie da so eine eigene Restrealität in der Art haben, aber nur für das eine Wochenende. Kann man noch eingucken, die URL gibt es noch, aber kann man halt nichts mehr drin schreiben. So. Und da waren die Projektziele so, ja, wie das halt immer so ist, man möchte einen modernen Tech-Stack, das soll besser wartbar sein, neue Features sollen einfach sein, höher Performance. Und was als großes Feature wichtig war, dass das nochmal so viele von diesen alten Admin-Funktionen, tatsächlich ist dieses schwarz-weiße Admin-Tool immer noch in Benutzung, was im PHP war, aber das sollte eben dadurch abgelöst werden, dass man da direkt Moderatorenfunktion drin hat im Forum direkt, dass man da also zum Beispiel ja, einen Beitrag irgendwie nochmal was editieren kann als Admin oder den verschieben oder löschen kann. Gut, dazu auch noch kurz ein bisschen Technik. Das Frontend, also ist, wie gesagt, ist immer noch nicht abgeschlossen. Das ist alles noch so, ja, gibt da so Probleme, die man da halt immer so hat, wenn man sowas relauncht und mal sehen, wie das dann sich so weiterentwickelt. Aber das Frontend ist Vue.js und ein Vue.x-Store dazu, ist alles in TypeScript geschrieben, also sehr, sehr modern eben. Das Backend ist auch ein neues, es wird tatsächlich jetzt auch schon, ist eigentlich die ganze Zeit jetzt schon aktiv seit einigen Monaten. Das ist in Kotlin geschrieben und Reactive Spring, also das ist so ein, ja, also auch so ein bisschen modernerer, funktional programmierender Ansatz. Und ja, da werden wir, denke ich, auch noch ein bisschen weitermachen. Und ja, wie das immer so ist bei solchen ja, Community-Projekten, wie gesagt, das ist ja alles nicht von der Stange, sondern alles selber gemacht, freuen wir uns immer über UnterstützerInnen, die auch dann mal ein bisschen Zeit haben und sich auch ein bisschen für längerfristig einbringen möchten. Da sind wir immer sehr offen, wenn da jemand Zeit und Lust hat, sich da einzubringen. Also es ist viel Freiheit, man kann da schon viel so machen, wie man das halt möchte. Es ist immer ein schöner Spielplatz auch, um Sachen halt mal auszuprobieren, die man anders vielleicht nicht kann. Und ja, das war so die aktuelle Technikgeschichte und wie das jetzt gerade ausschaut. Und dann sind wir eigentlich jetzt auch am Ende von unserer Präsentation und bin gespannt, ob wir da jetzt noch ein paar Fragen aus der Zuhörerinnenschaft haben. Ja, danke schön euch beiden. Wir haben jetzt nicht wahnsinnig viele Fragen erhalten,
Aber unter, also die erste Frage wäre, also zwei Stück haben wir. Die erste wäre, ob es denn stimmt, ob die 20-Jahres-Feier nächstes Jahr in der Mercedes-Benz-Arena stattfinden soll. Mindestens. Also, wir sind uns noch nicht so ganz sicher, ob die vom Platz ausreichen wird. Aber da müssen wir mal gucken, wie der Vorverkauf läuft, ob wir das dort machen oder dann doch noch woanders. Doch im Olympiastadion. Okay, na gut. Alright. Olympiastadion ist ja immer sehr, sehr gut für solche Sachen, ne? Ja, So und dann hätte ich ja Community. eine, genau, dann hätte ich eine Frage und zwar einfach so rein aus Interesse, habt ihr irgendwie oder würdet ihr das überhaupt sagen, wie sich so die Nutzerzahlen in den letzten Jahren entwickelt haben, ob das irgendwie, also ob sich, wie viele Neuregistrierungen gab es so in den letzten paar Jahren im Vergleich zu, weiß ich nicht, von mir aus der Anfangszeit oder so? Genau. Also jetzt so komplette Zahlen kann ich jetzt so nicht direkt sagen, aber es ist also ganz klar gibt es da schon was, was man sagen kann. Und zwar so bis 2005 oder so war das ein sehr kleines Forum mit, sage ich mal, wo sich wahrscheinlich alle auch wirklich irgendwoher gekannt haben oder jemanden kannten, der sich kannte, würde ich jetzt mal so behaupten, auch wenn ich da selber noch gar nicht mit dabei war. Und so bis 2010 ist das sehr stark gewachsen. Also das war dann gerade, ich würde sagen, 2010 war, denke ich, auf jeden Fall so der Peak. Da war auch Facebook noch nicht so verbreitet, aber das in Berlin schon das Social Network, was man halt benutzt hat, wo sich alle irgendwie angemeldet haben, wo, glaube ich, auch jedem gesagt wurde, wenn er nach Berlin kommt und irgendwie sich für elektronische Musik interessiert, melde dich da an, da sind die Partys. Und aber seitdem ist das eigentlich so ziemlich wieder runtergegangen. Und ja, also es gibt immer noch Neuregistrierungen, aber es ist schon noch auf einem eher kleinen Niveau, sage ich mal. So, also jetzt auch 2010 war auch zusätzlich noch so, dass der Höhepunkt der illegalen Partys in Parks, jedes Wochenende drei, vier Stück und sowas, das war da halt der Punkt, um sich auszutauschen. Da gibt es jetzt halt ganz viele andere Möglichkeiten im Netz, wo man das auch machen kann. Also ich denke, 2010 war es dann, also korrigiere mich, aber wir waren dann schon fünfstellig von den Nutzerzahlen. Also auch also jetzt nicht alle aktiv, nicht zeitgleich aktiv, aber so im Jahresmittel doch tatsächlich schon doch sehr viele, die da mal reingeguckt haben oder nach Newslettern mal reingeguckt haben. Am Anfang, da dachten wir noch, na Wunder, wie viele Nutzer wir haben. Bei 500 Nutzer vergeben wir ein T-Shirt. Ich glaube, derjenige wartet heute noch drauf, weil wir es dann wieder doch verdödelt hatten. Und das explodierte irgendwann. Aber ich denke, ja, die Peak-Time war 2010, 2012, 2013 ungefähr. Man kann jetzt so, kann ich grob mal sagen, also es sind immer noch, es ist jetzt, klingt wahrscheinlich sehr wenig, aber es sind immer noch ungefähr ja, 2000 User, die sich da jeden Monat einloggen und irgendwie was mit dem Forum machen. Und wenn, also es sind immer wieder mal, fluktuiert das immer, es kommen immer wieder mal neue dazu. Manche sind jahrelang weg und kommen dann wieder zurück und freuen sich, dass es immer noch da ist und sind dann auf einmal wieder sehr aktiv. Nein, man Also, muss ja auch ja. sagen, dass im letzten Jahr die natürlich eine der Hauptfunktionen quasi nicht möglich war, dass die Tanzveranstaltung zu promoten und so weiter. Ja, Da war ja. halt einfach gähnende Leere, weil keine Veranstaltungen stattgefunden haben. Natürlich kommen die Leute dann nicht vorbei, wenn sie nicht an einem Forum selbst interessiert sind. Das stimmt so. Aber man muss auch sagen, dass da, was ich da auch interessant fand, das wurde sich halt auch sehr viel ausgetauscht über die ganze Pandemielage und auf einem doch relativ stabilen Niveau, was jetzt so angeht. Also es ist also so krasse Corona-Leugner oder sowas gab es vereinzelt und die haben wir dann eigentlich auch aus dem Forum ausgeschlossen. Also so im Großen und Ganzen bin ich da schon froh, dass es da nicht so völlig, es hätte auch anders sein können, hätte auch völlig abdriften können oder sowas, wie es. Aber das war es eben nicht. Es wurde sich sogar, weiß ich nicht, Anfang im Frühjahr wurde sich sehr aktiv ausgetauscht, wo bekomme ich den Impfstoff als erstes her und am schnellsten und wo muss ich hin und sowas. Und ja. Okay, cool, vielen Dank. Dann gibt es noch eine weitere Frage und zwar, wie viele Stunden pro Monat beziehungsweise pro Woche ungefähr an Arbeit da reinfließen, vielleicht aktuell? Also das ist sehr unterschiedlich, sagen wir im Sommer eher sehr wenig bis gar nichts oder nur wenn halt wirklich was konkret anfällt. Und ja, weiß ich nicht. Das ist wirklich so, wie kann ich wirklich jetzt gar keine Zahl sagen, weil das so unterschiedlich ist. Manchmal, da hat man halt Bock, da macht man ein ganzes Wochenende nichts anderes und programmiert halt. Und ansonsten, ja, weiß ich nicht, es gibt halt immer wieder mal Sachen, wo man administrativ was machen soll. Da muss ich auch nochmal großen.
Shoutout an alle im sogenannten Rat. Das ist also so das Community-basierte Moderatorenteam, die da also sehr viel, also das Foren-Moderatoren-mäßige abfangen. So, also da ohne die wäre es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr möglich, das zu betreiben. Sehr schön. Das kann man wirklich so sagen. Die anschließende Frage daran wäre jetzt, wann denn die Besoldungsstufen vom Rat und vom Schiebeschnips steigen? Ja, das passiert direkt im Anschluss an die Feier im Olympiastadion. Also da wird dann die neuen Ernennungsurkunden werden dann da ausgegeben und dann, ja. Okay. Das kommt ein bisschen drauf an, wie gut das mit dem Sponsoring für die Party funktioniert. Okay, wunderbar. Ja, dann vielen Dank an euch beide. Und genau, bei uns ist jetzt eine kleine Pause und um 4 Uhr geht es dann weiter mit Your Data Mirror, die Macht der Daten, wie die Macht der Daten die Demokratie untergräbt. Geht um politisches Microtargeting, wie das funktioniert. Und genau, dann jetzt erstmal eine schöne Pause und bis später. Alles klar. Danke und tschüss. Tschüss. Everything is licensed under a CC by 4.0 and it is all for the community. To download for everybody.